zu 100.000 an einem Samstag. Man müsste den Samstag nehmen. 100.000? Ich hab selber nicht gewusst und war ganz weg. Von den Socken war ich, was der da transportiert. Und wie transportiert? In der Aktentasche. Drin eine Geldbombe. Geldbombe? Ist ja wirklich eine mit 100.000? Ist ja eine echte Bombe. Wo bringt er die hin? Zur Kreditbank. Dort wirft er sie ein. Wie weit ist es bis dahin? 500 Meter. Die er zu Fuß geht? Nein, er nimmt seinen Wagen. Er fährt vom Hof des Großmarkts bis zur Bank. Und wirft die Geldbombe ein. Ist er allein? Nein, sie sind zu zweit. Der eine steigt aus, der zweite bleibt im Wagen. Mit einer Waffe, die er bereit hat. Ja, ist nicht schlecht. Aber manchmal ist dieser Kollege auch nicht da. Der ist zurzeit krank. Jetzt fährt er alleine. Jetzt hat er die Waffe. Aber davor brauchen Sie keine Angst zu haben, weil er rechnet gar nicht mit einem Überfall. Damit hat er noch nie gerechnet. Warum nicht? Seine Art. Er ist optimistisch. Ist er immer gewesen. Dass ihm was passieren könnte, daran glaubt er einfach nicht. Ihr meint also, es ist ziemlich einfach, ihm die Geldbombe abzunehmen? Ganz einfach. Ja, ist überhaupt kein Risiko. Irgendwie eine todsichere Sache, kinderleicht. Na schön. Die Hälfte für mich, den Rest könnt ihr euch teilen. Ich sehe das anders. Jeder ein Drittel. Ich habe das Risiko. Da ist kein Risiko. Überhaupt keins. Überhaupt keins? Na schön. Also dann mal die Einzelheiten. Wir haben doch nichts falsch gemacht, oder? Bestimmt nicht. Morgen Abend ist die Sache gelaufen, dann haben wir endlich Geld. Ja, bin schon da. Ich weiß, ich habe den Schlüssel stecken lassen. Aber absichtlich, mein Lieber, damit du klingeln musst und damit ich weiß, wann er kommt. Wie spät haben wir denn? Reg dich nicht auf. Oh nein, ich verstehe schon. Wer am Tag nichts tut, der ist abends auch nicht müde. Wie spät ist es? 1 Uhr. Naja. Wo wart ihr so lange? Wir sind rumgegangen. Spazieren gegangen. Mach dich nicht lustig über mich, ja? Ist noch ein Bier da? Hol mir ein Bier an, Jan. Nein, ihr werdet jetzt nichts mehr trinken. Getrunken habt ihr doch wohl genug. Ich muss mit euch reden. Deswegen bin ich aufgeblieben. Obwohl ich meinen Schlaf brauche. Aber ihr macht mir Sorgen. Hör doch auf. Nicht wieder die alte Leier. Wir sind doch keine Kinder mehr. Ja, und ich behaupte, ihr seid es noch. Kinder, die keinen Verstand haben. Hol mein Bier, Anja. Gut. Wir haben keinen Verstand. Hast du denn Verstand? Hast du Verstand, weil du Arbeit hast, weil du pünktlich schlafen gehst, weil du pünktlich aufstehst, weil du pünktlich zur Arbeit kommst? Du führst doch ein ganz trauriges Leben. Siehst du das eigentlich nicht? Hör doch auf, Mann! Wie siehst du dein Leben? Was stellt ihr euch eigentlich vor? Ihr wollt euch Dinge leisten, die ihr euch noch gar nicht verdient habt. Und ihr wartet darauf, dass euch das alles in den Schoß fällt? Was fällt dir denn in den Schoß? Obwohl du dir doch alles verdienst. Dein Verdienst, davon wollen wir überhaupt nicht reden. Ich trinkst du ein Bier mit? Nein, nein, ich trinke jetzt nichts mehr. Mensch, Papa. Wir haben nun mal ganz verschiedene Ansichten. Aber die muss es ja mal geben im Leben, die ganz verschiedenen Ansichten. Trinkst du ein Glas mit? Hol Gläser an, ja. Das müsst ihr doch verstehen, dass ich mir Sorgen mache. Warum arbeitest du nicht? Ich arbeite doch. Ja, gelegentlich, wenn du gerade mal Lust hast.
Oder wenn du überhaupt kein Geld mehr hast. Dabei, du würdest Arbeit finden, wenn du ernsthaft suchen würdest. Du auch. Ja. Ihr wollt gar nicht. Warum nicht? Ihr seid so... So unruhig. Ja, das ist es. Unruhig. Ihr habt keine Ruhe mehr in euch. Und ich frag mich, wann euch die Ruhe verloren gegangen ist. Bin ich dran schuld? Ach was? Bin gar nicht unruhig. Anja auch nicht. Dann geh mal schlafen. Ja. Gehen wir schlafen. Du musst ihn noch fragen. Es kommt schon noch. Ich hab's nicht vergessen. Darf ich noch mal reinkommen? Nee. Entschuldige, wenn wir dich aufgeregt haben. Ja, das habt ihr. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Na, ne? Dass du dich entschuldigst, das ist aber neu. Aber du siehst, ich tu's. Wir wollen ja doch nichts Böses. Ich nicht und Anja nicht. Im Gegenteil. Wir fragen uns nur, was du eigentlich vom Leben hast. Jetzt siehst du ganz verwundert aus, aber so ist es. Um mein Leben macht er mal keine Sorgen. Ich bin zufrieden. Und wohl dem, der das sagen kann. Dann ist alles in Ordnung. Ist dein Kollege eigentlich noch krank? Welcher Kollege? Ich habe viele Kollegen. Ja, der, mit dem du abends immer zur Bank gehst und das Geld wegbringst. Lohmann? Ja. Ja, der ist noch krank. Gibt es denn keinen Ersatz für den? Warum denn? Lohmann kommt Montag wieder. Ich brauche doch keinen Ersatz. Na, dann ist ja gut. Gute Nacht, Papa. Nacht, Michael. Was hat er gesagt? Er ist morgen noch allein. Er hat gerade das Licht ausgemacht. Wo ist die Waffe? Im Wohnzimmer in der Schublade. Vielleicht hat er sie schon in seiner Aktentasche. Telefon! Ja? Ah, Docker hier. Ja, er ist allein. Es ist alles in Ordnung. Er ist nicht bewaffnet. Er hat eine Pistole, aber die ist nicht geladen. Macht es? Ich habe ihm gesagt, überhaupt keine Gefahr. Für ihn nicht, für niemanden. Irgendwie kann der es noch gar nicht fassen, so leicht an so viel Geld zu kommen. Sie hatten eine angenehme Nacht. Danke sehr. Nachts gegen zwei hat man Autos gehört. Manche Gäste kommen sehr spät. Naja, es war ein ziemliches Hin und Her. Also ganz ruhig ist ein Motel ja nie.
Ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr gestört worden. Nee. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Danke. Steigt ein, Kinder. Was war denn los heute Nacht? Nummer 4 hat sich beschwert. Sie haben 2 Autos gebracht. Es wäre ein ziemliches Hin und Her gewesen. Ich sag ja immer wieder, Sie sollen sie nicht hierher bringen. Aber du kannst ja nicht mit ihm reden. Die 4 wird uns bestimmt nicht weiterempfehlen. Herrgott, wir sind doch davon abhängig. Naja, das Geschäft entwickelt sich schon. Wie viel hatten wir heute Nacht? Fast voll. Wir haben noch eine gute Lage, so nah an der Hauptstraße. Sag ich. Und die Schilder, die wir aufgestellt haben, die machen sich bezahlt. Das glaube ich auch. Seither ist einfach mehr los. Bist du verrückt? Wenn er dich sieht, bringt er dich um. Er ist doch draußen. Das muss ich erst sehen. Fertig? Gleich. Wollt ihr ihn mitnehmen? Kann er nicht ein paar Tage bei dir bleiben? Dann soll ich denn den hinstellen? Na, ganz offen. Vor eins der Zimmer da. Machst eine Eintragung in dein Gästebuch. Schreibst irgendeinen Namen hin. Ich bin nur für ein paar Tage. Komm mit dem Lackieren nicht nach. Zum Schlitten bei mir? Auffälliger geht's wohl gar nicht. Na, das Geschäft will ich sauber halten. 3 Tage? Das hilft uns schon. Ewald will es dir selber erklären. Kommst du heute Abend vorbei? Heute Abend habe ich etwas vor. Sag ihm, ich ruf ihn an. Nicht früher oder später, der fährt immer zur gleichen Zeit. Hast du plötzlich Angst? Nein. Endlich tut er mal was für seine Kinder. Und für sich auch. Nur weiß er das noch nicht. Guten Abend. Ich bin Arzt. Ich wohne hier gegenüber. Ich habe die Schreie gehört. Hilfe, Überfall. Der Mann ist tot. Stich in die Brust. Wahrscheinlich ein Messer.
Rasko Albert, 56 Jahre alt. Angestellt in einem Großmarkt, Geldbote. Aha. Waffenberechtigung scheint es auch dabei. Aber die Waffe ist nicht da. Musst du richtig sehen. Der hat da die Polizei informiert. Da werden Verhöre gemacht, da werden Protokolle aufgesetzt. Das ist doch Vater. Der ist nicht locker. Aber der andere? Kann der andere nicht anrufen? Er ruft doch hier nicht an. Wir haben verabredet, wir sehen uns morgen. Morgen Vormittag. Du, kannst du nicht anrufen und fragen, wie es gelaufen ist? Wir halten uns an die Verabredung. Er sagt, er arbeitet ungern mit Anfängern zusammen. Ruf an. Wieso kann er sagen, wir sind Anfänger? Wir sind doch keine Anfänger, wir sind gar nichts. Wir haben doch mit so einem nichts zu tun. Hotel Pullach? Frag, wer da ist. Wer spricht bitte? Bei Michael Rasko. Gib her. Geh ins Bett. Wieso ruft denn überhaupt dann so spät in der Nacht? Ich sag, verschwinde. Moment mal. Wer sind Sie? Entschuldigen Sie, wenn ich anrufe. Was ist denn los? Wir sitzen hier und wissen nichts. Wovon ich spreche? Sie sind doch Herr Dogger, ich kenne doch Ihre Stimme. Ist denn alles in Ordnung? Sind Sie allein? Ja, wir sind allein. Mein Vater ist noch nicht hier. Deswegen rufen wir an. Die Polizei war noch nicht bei Ihnen? Wieso denn die Polizei? Jetzt hören Sie mir mal zu, ganz genau zu. Verhalten Sie jetzt Ihre Nerven. Tun Sie mir einen Gefallen, behalten Sie die Nerven. Was ist denn passiert? Ihr Vater, ja, der ist ja wie wahnsinnig hier. Wissen Sie, dass er mich fast umgebracht hat? Ich konnte mich gar nicht gegen den wehren. Ich musste Gewalt anwenden. Gewalt? Wieso Gewalt? Hören Sie mir doch nicht zu. Der Wahnsinnige hätte mich beinahe umgebracht. Ich war in Lebensgefahr. Was haben Sie denn gemacht? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Moment mal, es klingelt gerade bei uns an der Tür. Machen Sie nicht auf. Hören Sie zu. Wenn die Polizei zu Ihnen kommt, denken Sie daran, dass ich in Ihrem Auftrag gehandelt habe. In Ihrem Auftrag. Vergessen Sie das nicht. Wieso denn in meinem Auftrag? Was meinen Sie denn damit? Das verstehe ich nicht. Es brennt Licht, die müssen noch da sein. Was meint er denn damit? Er hat Gewalt angewendet? Mach auf. Guten Abend, Kriminalpolizei. Kann ich Sie einmal ansprechen? Polizei, Michael. Guten Abend.
Herr Albert Rasko ist Ihr Vater, nicht? Ja. Ist Geldbote bei einem Großmarkt. Ja. Ja, es tut mir sehr leid, ich habe keine sehr gute Nachricht für Sie. Ihr Vater ist überfallen und beraubt worden. Er wurde dabei tödlich verletzt. Es tut mir sehr leid. Tödlich verletzt? Ja, ein Messerstich ins Herz. Er war sofort tot. Nein. Weiß man, wer es war? Nein, der Täter ist in einem Wagen davon gefahren. Nach Zeugenaussagen war es ein dunkler Renault. Mir ist nicht bekannt. Es wurde sofort eine Sonderfahndung angeleitet, aber leider ohne Erfolg. Wo ist Vater jetzt? Im Gerichtsmedizinischen Institut. Das ist leider nötig. Wir werden Sie sofort benachrichtigen, wenn der Tote zur Beerdigung freigegeben wird. Nochmal unser Beileid. Du hast die Idee gehabt. Jetzt ist er tot, ist tot, ist tot, 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 tot. Wieso meine Schuld? Du warst doch einverstanden. Warst du nicht einverstanden? Sag bloß, du warst nicht einverstanden. Du hast gesagt, er ist in Ordnung. Er versteht was von seinem Geschäft. Hast du nicht gesagt, er versteht was von seinem Geschäft? Wie oft haben wir eigentlich geläutet? 5 oder 6 Mal. Ich verstehe das nicht. Die beiden waren vollständig angezogen. Waren also noch nicht im Bett. Trotzdem haben sie nicht gleich aufgemacht. Das gefällt mir nicht. Ja, stimmt. Das ist merkwürdig. Warum gehst du nicht schlafen? Ich will nicht, ich kann nicht. Ist das wegen des Anrufs? Das geht dich gar nichts an, verschwinde. Ich sage, verschwinde. Anja, komm doch zu dir. Bitte. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe das doch nicht gewollt, das doch nicht. Anja, du weißt es doch selber. Ich kann nichts dafür. Sag doch was. Sag endlich was. Willst du was zu trinken? Ich bring dir was zu trinken. Ruf ihn an. Wen? Ruf ihn an. Warum soll ich ihn anrufen? Frag ihn, warum er ihn umgebracht hat. Das hat er doch gesagt. Er hat gesagt, er sei in Lebensgefahr gewesen. Wieso in Lebensgefahr? Du hast doch die Patronen rausgenommen. Ich hab doch gesehen, wie du sie rausgenommen hast. Hier hast du sie rausgenommen. Er hat sie ja gar nicht mitgenommen. Wieso war er dann in Lebensgefahr? Der Mann lügt doch! Der lügt! Ruf ihn an! Was soll ich ihm sagen? Dass er unseren Vater umgebracht hat!
denn los? Was wollen Sie? Die Polizei war hier. War bei Ihnen? Sie haben meinen Vater umgebracht. Moment mal. Moment. Sie haben meinen Vater umgebracht. Moment, ich sage doch... Sie haben meinen Vater umgebracht! Ist die Polizei noch da? Nein, sie ist nicht mehr da. Dann haben Sie hoffentlich daran gedacht, dass ich in Ihrem Auftrag gehandelt habe. In Ihrem Auftrag, ne? Da haben Sie doch wohl den Mund gehalten, nicht? Antworten Sie mir. Sie haben doch den Mund gehalten. Hallo! Sie sich. Hallo! Ja, wollen Sie vielleicht mir allein die Schuld geben? Noch mal angerufen worden? Ja. Unangenehme Ahnung? Ja. Ist alles in Ordnung. Ist auch komische Geschichte. Ich kann es dir nun mal nicht erklären. Steh auf. Du hast den ganzen Sonntag im Bett gelegen. Das hilft doch nichts. Davon wird er doch auch nicht mehr lebendig. Steh auf, oder ich trag dich raus. Die Einzahlungsbelege. Hier sind die Einzahlungsbelege mit den Kassettennummern. Danke. Also die Nummern der Geldbomben sind 181, 187 und 101. Wie viel ist das da insgesamt, was geraubt wurde? An Schecks und Bargeld 84.000 Mark. Das Geld wird doch immer zu zweit zur Bank gebracht. Ja, mit unserem Herrn Lohmann, aber der ist krank geworden. Seit wann? Seit wann ist dieser Begleiter krank? Seit letzter Woche. Mhm. Sagen Sie, war das bekannt hier in der Firma, dass Rasko das Geld allein zur Bank bringt? Das weiß ich nicht. Die ersten drei Tage der Woche ist einer von der Geschäftsführung mitgefahren. Darüber hat sich Rasko lustig gemacht, haben wir ihn dann allein fahren lassen. Nur weil sich Rasko darüber lustig machte, haben Sie ihn allein fahren lassen? Na, wahrscheinlich war er ein zuverlässiger Mann, was? Das hat er wohl bewiesen. Er hat mal gesagt, mich muss man erst totschlagen, ehe man an das Geld kommt. Mhm. Tja. Ja, das wär's. Mehr ist im Moment nicht. Danke. Bitte. Sagen Sie, Sie wissen, dass Rasko Familie hat? Er hat zwei erwachsene Kinder. Aber die sind nicht nach dem Vater geschlagen. Wie meinen Sie das? Beide haben bei uns gearbeitet, aber nur kurz. Wie gesagt, sie hatten nicht die Zuverlässigkeit ihres Vaters. Mhm. Ja, ich verstehe. Wiedersehen. Du musst was essen. Du hast gestern den ganzen Tag nichts gegessen. Bitte tu mir den Gefallen. Iss was. Ich esse ja auch. Was machen wir, Michael? Wie, was machen wir? Wir müssen doch irgendwas machen. Sag mir doch was. Was sollen wir denn machen? Was denn? Soll ich den anzeigen? Sind wir doch auch dran. Iss was. Ich kann nicht. Kannst du? Wenn er die gehabt hätte. Wieso, wenn er die gehabt hätte? Ich habe die Patronen rausgenommen. Dass der Wagen wegkommt. Wisst ihr, dass ihr immer leichtsinniger werdet? Ach was, wir wissen genau, was anliegt. Ich nehme den Wagen jetzt nicht mit. Wieso? Ich denke, wenn ich den mit zum Lackieren. Der Kunde will ihn so haben, so wie er ist. Holt ihn auch selbst ab von hier.
du kassierst auch. Bist du denn wahnsinnig? Ich bin doch keine Adresse für euch. Der Platz hier bleibt sauber. Ewald sagt, nur einmal noch sollst du ihm den Gefallen tun. Kannst du mir sagen, warum? Ganz einfach. Der Mann soll unsere Adresse nicht haben. Erst 17 Uhr und schon 4 Zimmer weg. Nummer 5 fragt, ob wir was zu essen haben. Haben wir nicht. Wir sind gar nie und das bleiben wir auch. Ich meine doch nur eine Kleinigkeit. Ein Steak zum Beispiel kann man schnell in die Pfanne hauen. Er soll endlich mal was rausspucken für eine Tiefkühltruhe. Der hat ganz andere Sorgen. Was kann der schon für Sorgen haben? Ich glaube, der hat jemanden umgebracht. Wenn du es nicht tust, tue ich's. Du bist wahnsinnig. Kann sein. Guten Abend. Guten Abend. Mordkommission. Da habe ich mich empfangen. Danke. Guten Abend. Guten Abend, Doktor. Kriminalpolizei? Ja. Ihr konnt nichts mehr machen. Der Mann ist tot. Erschossen. Wer ist der tot? Kommen Sie bitte mal her. Das ist der Docker, Alvin Docker. Er ist der Besitzer des Motels. Wer sind Sie? Hausner. Evelyn Hausner. Ja, und eine Angestellte? Ja, ich bin immer hier. Ich meine, ich arbeite hier. Und Sie? Mein Name ist Kurt Eger. Ich bin Angestellter, Kellner, Portier, alles in einem. Tja, können wir uns hier irgendwo unterhalten? Danke. Dann erzählen Sie mal. Ja, ich kann Ihnen nicht viel erzählen. Ich war schon in meinem Zimmer. Sie wohnen auch hier? Ja, ja, es muss immer jemand da sein. Manche Gäste kommen ja auch spät in der Nacht. Bitte. Wo ist Ihr Zimmer? Gleich beim Empfang. Haben Sie irgendwas gehört oder gesehen? Ja, ich hörte draußen ein Auto vorfahren, wusste nicht, ob noch jemand auf war und ging hinaus. Im Empfang traf ich Alvin, Herrn Docker. Er kam von draußen rein und sagte, das ist für ihn und leg dich wieder hin. Das ist für ihn, hat er das irgendwie näher erklärt? Nein, er sagte, ne, kümmere dich nicht drum. Hat Herr Docker irgendjemand erwartet? Das kann schon sein. Es kamen immer mal nachts Autos mit Leuten, die ja nicht übernachten wollten, die aber ihre Wagen da ließen. Wie? Die haben die Autos da gelassen? Wie darf ich das verstehen? Die wurden dann am anderen Tag wieder abgeholt. Haben Sie Herrn Docker gefragt, was das bedeuten soll? Doch. Aber er sagte, das geht dich nichts an. Haben Sie eine Vermutung, um was es sich da gehandelt hat? Nein, ich... Er hat ja recht, es ging mich ja nichts an. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht und bin dann auf mein Zimmer gegangen und habe mich hingelegt. Bis ich den Schuss hörte. Bin sofort aufgestanden, bis ich ihn fand, so wie er da liegt. Und der Täter? Ich habe nur noch ein Auto wegfahren hören. Darf ich vielleicht was sagen? Ich gehe gewöhnlich so gegen Mitternacht nach Hause. Ich wohne nicht weit von hier und die paar Schritte gehe ich zu Fuß. Ich war schon auf der Straße, als ich einen Wagen sah, der vorfuhr. Ich dachte, da kommen noch Gäste und bin noch mal zurück. Im Wagen war ein junger Mann und eine junge Frau. Ich fragte, suchen Sie ein Zimmer? Er sagte, nein, nein, ich suche Herrn Docker. Ich sagte, dann gehen Sie mal rein und versuchen Ihr Glück, vielleicht ist er noch auf. Der junge Mann war sehr aufgeregt. Er konnte kaum sprechen. So durcheinander war er. Ja, er hat nach Luft geschnappt und sagte, danke, danke sehr. Und dann bin ich gegangen. Junger Mann und junge Frau, sagen Sie. Ja. Können Sie die beiden beschreiben? Oh, da glaube ich, werde ich Schwierigkeiten haben. Es war ja dunkel und das bisschen Licht. Nein, da kann ich nicht viel sagen. Ja, ja. Aber die beiden, die gingen dann ins Motel, die gingen zur Rezeption, ja? Das nehme ich doch an. Ihr seid fertig. Wir sind fertig. Gute Nacht. Nacht.
Was ist mit dem Tresor da? Haben Sie einen Schlüssel dazu? Nein, den hat er mal selbst in Verwahrung gehabt. Hier, das sind die Sachen, die der Tote in seinen Taschen hatte. Ein Tresorschlüssel. Gibt's da nicht. 1,87. 1,81. 1,01. Gehören unserem Großmarkt. Ach ja, bitte halten Sie sich zur Verfügung. Ich brauche Sie gleich morgen früh. Selbstverständlich. Danke. Der Wagen ist nicht mehr da. Was für ein Wagen? Ich sagte Ihnen doch, dass hier nachts ab und zu Autos vorbeigebracht wurden. Ja, seit 2 Tagen stand hier ein Wagen vor Nummer 9. Heute Abend stand er auch noch da und jetzt ist er weg. Ein großer Mercedes. Raskus Kinder. Ja, fahren wir hin? Nee. Warum denn nicht? Nicht jetzt, nein. Ich krieg das alles noch nicht zusammen. Anja, wir können doch so nicht weiterleben. Steh doch auf. Bitte. Willst du sterben? Guten Morgen, Herr Rasko. Dürfen wir reinkommen? Ja, bitte. Danke. Kommst du mal? Ich warte auf Ihre Schwester. Anja, komm. Guten Morgen. Geht's Ihnen nicht gut? Nein, ihr geht's nicht gut. Der Tod vom Vater hat Sie sehr mitgenommen. Mich auch. Uns beide. Herr Rasko, Ihr Vater hat eine Waffe gehabt. Würden Sie uns die bitte einmal zeigen? Die Pistole meines Vaters? Ja, er hat sie nicht bei sich gehabt, als er überfallen wurde. Also logischerweise müsste sie hier sein. Die Pistole, die habe ich weggeworfen. Weggeworfen? Weggeworfen. Hey, warum haben Sie die weggeworfen? Ich wollte sie nicht mehr im Haus haben. Hey, warum? Ich meine, warum wollten Sie sie nicht mehr im Haus haben? Ich wollte sie einfach nicht. Wann haben Sie sie weggeworfen? Gestern Nacht. Und wo? Bogenhausen. Im Kanal. Ich muss Ihnen beiden etwas sagen. Der Mörder Ihres Vaters ist gefunden worden. Er ist Alvin Dockers, Besitzer eines Motels. Die Geldbomben wurden bei ihm gefunden. Das Geld ist vollständig vorhanden. So, und nun? Ist Alvin Docker gestern gegen Mitternacht erschossen worden? Tot? Ja, er ist tot. Nein, Anja. Nein. Fragen Sie deswegen nach der Waffe meines Vaters. Denken Sie, ich habe ihn erschossen. Nein, Anja. Nein, ich hab's nicht getan. Ich wollte es tun, aber ich hab's nicht getan.
Nein, Anja, nein! Es war eine verrückte Idee, das wusste ich selber, dass es eine verrückte Idee war. Ich sagte zu Anja, hör dir das an, ich habe eine verrückte Idee, wie wir zu Geld kommen können. Auf die einfachste Weise. Wir nehmen es ihm einfach ab. Am Samstag, wenn es zum Nachtressort bringt. Da kommt gar nicht auf den Gedanken, sich zu wehren. Da kannten Sie offenbar Ihren Vater schlecht. Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich ausgerechnet auf Docker gekommen? Den habe ich in der Kneipe kennengelernt. Jemand sagte, dass der mal im Gefängnis war. Ich dachte, so einen braucht man dafür. Was hältst du von dem? Was soll ich ihm glauben, dass er Docker nicht erschossen hat? Frag mich lieber, was ich ihnen zutraue. Alles. Bei dieser Naivität alles. Ja, wir wollten Docker umbringen. Ich wollte es. Anja wollte es. Ich gebe zu, dass ich es wollte. Wir wollten es beide. Wir fuhren hin. Da kam ein Mann an den Wagen. Suchen Sie ein Zimmer? Nein. Ist Herr Dogger da? Ja, der muss noch da sein. Gehen Sie nur da rein, vielleicht haben Sie ja Glück. Danke. Vielen Dank. Besten Dank. Bitte sehr. Ich bin dann ausgestiegen. Ich sagte zu Anja, bleib hier, geh nicht mit rein. Vor dem Eingang traf ich Dogger. Sie sind es. Damit habe ich gerechnet, dass Sie kommen. Warten Sie. Moment mal. Kommen Sie. Der Dogger war furchtbar aufgeregt. Ich auch. Ich war irrsinnig aufgeregt. Hören Sie zu, Mann. Was da passiert ist, das tut mir leid. Ich habe Ihnen ja auch gesagt, dass mir das leid tut. Es war einfach nicht wohin zu sehen. Glauben Sie mir, ich war selber in Panik. Ihr Vater, der war wie wahnsinnig. Packte mich am Hals. Der Mann hatte irrsinnige Kräfte. Ich bekam einfach keine Luft mehr. Das Einzige, woran ich dachte, war, wie schaffe ich mir den Mann vom Hals? Stehen Sie doch nicht so mit Depper da, ich kann nichts dafür. Und ich sage ja auch, dass mir das leid tut. Das müssen Sie verstehen. Ich bringe doch keinen Menschen um, nur weil mir das Spaß macht. Dann beruhigen Sie sich mal. Dann das Geld, das ist ja auch noch da. Ich habe es hier im Tresor. Ich stehe zu dem, was wir vereinbart haben. Er bot mir Geld an. Er schien tatsächlich zu glauben, dass ich es nehmen würde. Starren Sie mich doch nicht so an. Ich kann es ja nicht ändern. Geschehen ist geschehen. Ich kann es nicht ändern. Da habe ich die Pistole rausgezogen. Sind Sie verrückt? Was soll denn das? Das machen Sie keinen Unsinn. Das hilft doch niemandem. Hört sich! Ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Ich habe mich umgedreht und bin raus. Ich habe nicht geschossen. Ich habe es nicht getan. Gut, danke dir. Anja, Ihr Bruder ging doch ins Motel, nicht wahr?
Sie blieben draußen. Haben Sie einen Schuss gehört? Sie lügen. Sie lügen beide. Sie geben nur das zu, was man ihnen beweisen kann. Man kann ihnen beweisen, dass sie zur Tatzeit beim Hotel waren. Da gibt es einen Zeugen dafür, das können sie nicht abstreiten. Und sie geben sogar zu, dass sie die Absicht gehabt haben, Docker zu erschießen. Zu erschießen, Stefan, mit der Waffe ihres Vaters, die jetzt plötzlich verschwunden ist. Ne? Der Autopsiebericht von Docker. Ah ja, danke. Herr Bitte, hier steht's ja. Das Kaliber der Waffe ist nach Eintragung im Waffenschein von Rasko identisch mit dem Docker erschossen wurde. Das ist doch ziemlich eindeutig, oder? Naja, du hast ja vollkommen recht. Harry, er sagte, ich wollte es tun, aber ich konnte es nicht. Ich finde, man hätte die Lüge raushören müssen. Raushören? Wie oft haben wir schon die Lüge nicht rausgehört? Ja, gut, aber bei den beiden ist es doch ganz etwas anderes. Die haben sich nicht unter Kontrolle. Also ich finde, die Lüge hätte man raushören müssen. Die Akte, Docker. Danke. Mehrfach vorbestraft. Wegen Handel mit gestohlenen Autos. Sie sagten doch gestern Nacht, der Wagen ist weg. Hm? Ja, der große Mercedes. Wo stand der? Ganz hinten vor dem letzten Porten. Aha. Da standen die Wagen immer, die nachts gebracht wurden. Und gestern Nacht sahen Sie den jungen Mann, der sehr aufgeregt war, den sahen Sie ins Motel hineingehen? Ja. Stand der Wagen zu diesem Zeitpunkt noch hier? Das kann ich nicht sagen. Aber mir ist nicht aufgefallen, dass er abgeholt worden ist. Ja, nachher war er jedenfalls verschwunden. Wussten Sie, dass es sich da um gestohlene Autos handelt? Gestohlen? Arvin Docker ist mehrfach vorbestraft, wegen Handels mit gestohlenen Autos. Davon hatte ich keine Ahnung. Also wissen Sie, mir kam das schon alles sehr komisch vor. Aber wenn man danach fragte, fuhr einem gleich über den Mund. Sie haben nicht zufällig das Kennzeichen des Wagens im Kopf? Nein. Ist es denn so wichtig, dass man die Pistole findet? Ich würde schon meinen. Es müssten ja alle Patronen im Magazin sein, wenn sie nicht geschossen haben. Ich brauche alle seine persönlichen Unterlagen. Seine Notizbücher, seine privaten Telefonnummern. Ist ja alles da. Ja, und seine Bankauszüge. Bankauszüge auch? Ja, die auch. Die Auszüge vom ganzen Jahr. Geben Sie nur her. Das ist ja Ihr Konto. Ja, weil das Motel geht auf meinen Namen. Wieso? Wieso geht's auf Ihren Namen? Er wollte das so. Ich bin der Besitzer des Motels. Nominell. Mhm. Was war das für eine Beziehung zwischen Ihnen und Docker? Wir lebten zusammen. Oh. Und da hat er Ihnen seinen Besitz überschrieben? Er sagte, damit uns nichts passieren kann. Er wollte es nun mal so. Ja, ich verstehe das. Bitte packen Sie mir das alles ein. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Die beiden jungen Leute, die Sie gestern Nacht gesehen haben, die sind gefunden worden. Der junge Mann hatte tatsächlich die Absicht, Docker zu erschießen. Er ist der Sohn des Geldboten, den Docker überfallen hat. Aber davon haben Sie beide nichts gewusst, ne? Nein. Nein. Sie haben doch ausgesagt, Sie hörten einen Wagen, Sie sind aufgestanden, in den Empfang gegangen. Und dann ist Docker reingekommen. Und hat gesagt, das ist für mich, leg du dich wieder hin, nicht wahr? Ja. Dann haben Sie einen Schuss gehört. Wann haben Sie den Schuss gehört? Nicht sehr viel später. Mhm. Ja, ich hätte es gerne ein bisschen genauer. Könnten Sie es in Minuten ausdrücken? 2, 3, 4 Minuten später.
Der junge Mann behauptet nämlich, dass er zwar Docker mit der Waffe bedroht habe, aber er habe nicht geschossen. Das gibt's doch gar nicht. So, ganz okay. Toll. Vielen Dank. Ja. Sind alle Patronen da? Ja, ich meine, das kann natürlich eine raffinierte Überlegung sein. Er hat die Patrone, die fehlt, nachgeschoben, weil er damit rechnete, verdächtig zu werden. Und damit, dass die Waffe gefunden wird. Weil er will, dass die Waffe gefunden wird. Wie eine zu komplizierte Überlegung. Ja, mag sein, aber ich meine, siehst du irgendwo anders den Täter? Denk mal an das Milieu, in dem Docker zu Hause war. Autodiebstahl, das Verschieben von Autos über die Grenze, also Zugehörigkeit zu einer Bande von ausgebufften Autodieben. Hast du mal mit dem zuständigen Dezernat gesprochen, mit Hoffmann? Ja, es ist ein 500 SE als gestohlen gemeldet worden. Vielleicht ist das der Wagen, der vor dem Hotel stand. Ja, Klein K1. Ja, einen Moment. Hoffmann, wie auf Stichwort. Ja. Hallo, Derek. Sie suchen einen dicken Mercedes. Könnte sein, dass der Wagen gefunden wurde. Beim Grenzübergang Mühlhausen. Der Fahrer ist festgenommen worden. Wann können wir mit dem Mann rechnen? Es kann Nacht werden. Ja, spielt keine Rolle. Guten Abend, die Herrschaft. Einen Moment. Sie sind es. Guten Abend. Kann ich etwas für Sie tun? Sie haben ja im Moment gar keine Zeit. Lassen Sie sich nicht aufhalten bei Ihrer Arbeit. Ich bin gleich wieder frei. Wirft sich aber mächtig ins Zeug. Hat jetzt das große losgezogen. Hast du der Geliebte, der Besitzerin? Du, ich sag dir, die werden den Laden schon hochbringen. Kann man auch geweckt werden? Aber sicher, Sie müssen mir nur noch sagen, wann. Um 6.30 Uhr, bitte. Ja, geht in Ordnung. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Den Schlüssel für drei. Würden Sie das bitte hier ausfahren? Moment noch, bitte. Lassen Sie sich nicht stören, wir sind draußen. Wir warten dort. Steigen Sie aus. Was bedeutet denn das? Ist das der Wagen, der da zwei Nächte lang gestanden hat? Ich glaube ja. Na, steigen Sie aus. Gehen Sie schon. Das ist der Grohmann, der den gestohlenen Wagen, der hier deponiert war, gestern Nacht abgeholt hat. Er wurde an der französischen Grenze verhaftet und jetzt ist er hier als Zeuge. Dieser junge Mann fragte Sie nach Docker. Was haben Sie ihm geantwortet? Wie... Was ich geantwortet habe, das wissen Sie doch. Ich sagte, der muss noch da sein. Gehen Sie ruhig rein. Gehen Sie rein, Herr Rasko. Und Sie haben sich dann gar nicht weiter um ihn gekümmert, von dem Sie selbst sagten, dass er sich in äußerster Erregung befand. Ist das richtig? Ja. Sie haben den Platz hier verlassen? Ja. Jetzt kommt Ihr Auftritt. Ich habe doch schon alles gesagt. Dann sagen Sie es eben noch mal. Ich sollte den Wagen da abholen. Man hat mir gesagt, wo er steht. Ich habe den Wagen aufgemacht und probiert, ob auch alles funktioniert. Da kam ein Auto rein. Jemand trat an den Wagen heran. Dann ist dieser junge Mann ausgestiegen. Docker kam raus und dann gingen beide ins Motel rein. Dieser Mann ist nicht weggegangen. Er ging beiseite, blieb aber stehen. Nach ein paar Minuten kam der junge Mann wieder raus, ging zu seinem Auto und fuhr davon.
Dann ist dieser Mann hineingegangen. Und kurze Zeit später fiel der Schuss. Sie also waren's. Sie haben Docker erschossen. Kommen Sie. So, jetzt lassen Sie sich gar keine Ausrede mehr einfallen. Was ist hier vorgefallen? Was ist in diesem Raum passiert? Du bist... Du, da hat mich gerade jemand mit einer Pistole bedroht. Hast du jemand gesehen? Ja. Da ist einer weggefahren. Was war denn los? Wahnsinnig. Leg deine Pistole auf mich an. Jetzt muss ich auch was trinken. Ich habe eine ganz trockene Kehle. Ich will den Sonnen aufmachen. Emily! Fahren Sie nach Hause. Im Staatsanwalt kommen Sie nicht rum. Sicher nicht. Dummheit, Naivität, Geldgier. Thank you.